Musst du aufs Klo, Goldjunge? Du machst mich ganz nervös. Ganz gewiss noch nicht genug genervt. Was ist denn jetzt schon wieder? Dies krude Konzept kränkelt kolossal. Kindisches Kalkül. Die Madonna hätte mit uns gehen müssen. Sie weiß schon, was sie zu tun hat. Wenn es soweit ist. Welch lausiger Lapsus unterlief mir, dass mich so ein hohler Haufen heimsucht. Hat er jetzt meine Kabine? Kein Mucks bisher von Köter. Groot sagt, er versucht's weiter. Wo ist Mr. Wortgewalt? Er hat Peter Quills Kammer gekapert. Eine hochgradig herausfordernde Herrschaftshandlung. Fang nicht auch noch an. Frage: Wer braucht diesen Goldklotz? Antwort: Wir, leider. Das musst du jetzt regeln, Quill. Versuch einfach, ihn nicht noch wütender zu machen, als er eh schon ist. Bei einem Kampf auf Leben und Tod akzeptiere ich das Ergebnis. Wenn er gewinnt, kriege ich deine Waffen. Na, ich würde nicht darauf wetten, dass Peter diesen Kampf gewinnt. Letztes Mal hat's uns alle gebraucht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er eine meiner Smartbomben gefangen hat. Einfach so. Wir haben ihn bereits bekämpft? Moment, erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich an den Kampf gegen die himmlische Madonna. Dann verschlang die Dunkelheit des Versprechens meine Seele. Und dann habt ihr mich gefunden. Ja, du hast viel verpasst. Wir haben ihn bekämpft. Tja. Also, dieser Warlock. Schon was Besonderes. Ich weiß nicht, ob wir einem Typen vertrauen können, der sich beim Anblick des großen Einhorns gedacht hat, der Schlingel sieht aus wie ein seriöser Schurke. Er weiß einfach, dass das wahre Böse der Magus ist. Raker ist nur ein Fanatiker. Ein Fanatiker mit jeder Menge Feuerkraft. Gamora, ist es okay für dich, dass Mantis allein gegen die Kirche kämpft? Sie wird nicht kämpfen. Sie wird sich aufs Evakuieren konzentrieren. Vielleicht können sie sich alle in den Höhlen verstecken. Sie wird also zulassen, dass die Kirche ihre Heimatwelt übernimmt? Mantis würde sagen, dass Personen wichtiger sind als der Planet. Und sie weiß, dass die Kirche es dann aufhört, wenn es uns gelingt, Nikki zu retten. Du setzt großes Vertrauen in diese himmlische Madonna. Sie ist eine der wenigen, denen ich wirklich vertrauen kann. Wirklich? Mich macht sie nervös. Weil sie klüger ist als du? Und freundlicher. Ich bin gut. Hey, bei diesem Spitznamen stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin pelzig, nicht struppig. Und die Verniedlichung mag ich auch nicht. Freut mich, dass du wieder auf unserer Seite bist, Drax. Wir werden den Zerstörer diesmal wirklich brauchen können. Ich werde bereit sein. Ich habe die Bedrohung durch den Magus selbst erlebt. Niemand sollte unter seinen heimtückischen Lügen leiden. Ich schulde euch allen enorme Dankbarkeit. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Und das ist ziemlich viel Kraft. Groot stimmt dir zu, Muskelpaket. Klingt so, als hätten wir einen hübschen Kirchenprügeltrupp. Ich hoffe nur, dass unser Gast sich dieser Tracht Prügelfeier anschließt. Das können wir hoffen. Hey, Quill. Du scheinst ziemlich gute Laune zu haben. Oh, naja, ich habe eine tolle Idee für eine Blastererweiterung und freue mich schon aufs Zusammenbauen. Dankbarkeit ausdrücken, werde mal benutzen. Jetzt, wo das Team wieder komplett ist und wir eine Verschnaufpause haben. Wir sind dir wirklich dankbar für das, was du auf Lamentis getan hast. Quill, ich... Ich weiß, du magst solche Gefühlsduseleien nicht, aber... Ich meine es ernst. Zu wissen, was diese Wissenschaftler mit dir angestellt haben, macht mich nicht nur rasend, sondern hilft mir auch zu verstehen. Ach komm schon, das war doch nur eine Pfütze. Ich weiß nicht, ob ich über sowas hinwegkommen würde. Du hast uns das Leben gerettet. Du verdienst ein bisschen Lob. Der Nager hat euch das Leben gerettet. Und Wissenschaftler auch? Ich habe viele Fragen. Spar sie dir fürs nächste Mal auf, wenn wir alle an der Theke sitzen. Ich hoffe, das wird passieren. Ey, wir hatten die während ich... Hast du gerade... Du hast die Kühlschranktür geschlossen. Ja, manchmal mache ich das. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der sich die Mühe macht. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Einmal hat sie auch der Baum geschlossen. Öffnet sich wohl immer von selbst. Okay, so. Meine Schultern tun weh. Ja, Mantis ist schwerer, als sie aussieht. Was hat sie mit meinen Schmerzen zu tun? Sie saß den ganzen Weg runter zu Goldie auf deinem Rücken. Wirklich?
Okay, dann müssen wir mal nichts machen. Besser ist. Naga, du sagtest, ich hätte die Madonna auf meinen Schultern durch die Höhlen getragen. Yep. Dann gab es mehr als eine Höhle. Erinnerst du dich denn wirklich an gar nichts mehr? Ich habe eine vage Erinnerung an Feuchtigkeit. Ja, das waren die Höhlen. Ich glaube, dass Peter Quill unseren Gast überzeugen kann, mit uns zu kämpfen. Ich bin Groot! Hey, Warlock! Mach auf! Das ist meine Kabine, weißt du? Und das ist mein Kassettencover. Verfasst du solch prägnante Poesie? Das ist keine Poesie, das ist Musik! Hard Rock! Mit verzerrten Gitarren und Bass und Schlagzeug! Schlichtes Schriftgut, seinem Schreiber gleich. Okay, was ist dein Problem, Mann? Was habe ich getan, dass du so bist? Ob deiner fahrigen Führerschaft entschwand die Madonna und mit ihr der Trumpf zum Betreten des telepathischen Terrains. Mantis hatte gute Gründe, zurückzubleiben. Wir müssen bloß Niki holen und gleich wieder abhauen, damit wir sie wiederfinden. Dein träges Taktieren zollt zu viel dem Zufall. Versicherst du verlässlich, dass dein vages Vorgehen unser Wirken vorantreibt? So, politisch. Frage klären, mein primitives Was? Antworten ja, nein, Antworten. Mein vages Was? Dein vages Wesen. Vor uns verharrt fauchend, der finsterste Feind. Verbittert und blind vor Bosheit. Magus, richtig? Dein böser Zwilling. Das ist unser Gegner. Jeder geistige Gnom kann eine feurige Fehde entfachen. Doch dein dröges Denken ist dreist nur und dumm. Du starkst wie ein strauchelnder Stolz, stupide umher. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Dein Stolz steht wie Stelzen auf Sand in der fauchenden Flut. Führen verlangt volles Vertrauen in ein stählernes Selbst. Besitzt du solches? Ja, absolut. Weise Worte. Forsch und gefestigt. Doch ich hege zehrende Zweifel. Dein Wirken weicht weit ab von dem wahrlich weiseren Weg, den ich wählte. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja. Ein Eid. Erwägst du, unter Eid zu erklären, die Schärfe deines Schaffens zu schüren und stolz zu schreiten, statt stumpf auf den Stufen des Schicksals zu schlafen? Klar, bitte was? Mann. Was immer nötig ist. Dann schwöre. Ich schwöre, ich werde ein guter Anführer sein, entscheidungsfreudig und es nicht zulassen werde, dass Mantis alles macht, was sie will. Dem fehlt noch die Finesse. Konfrontation hin. Was ist denn mit dir? Können wir auf dich zählen? Dabei belassen, das reicht mir völlig. Was ist mit dir, Mister Wortgewalt? Woher weiß ich, dass du nicht umschwenkst, sobald du Raker siehst? Was dürfte mich dazu drängen? Wart ihr nicht mal die dicksten Busenfreunde? Wir kamen nur kurzzeitig in Kontakt. Doch ich tauchte ein in die tragische Tiefe seiner Traurigkeit. Er trauert um seinen Sohn. Deswegen macht er das alles. Die Kirche, die Matriarchin. Weil er sein Kind zurückhaben will. Aber das geht doch nicht, oder? Der Markus kann nicht... Nein, das nicht. Also, können wir auf dich zählen? Wenn du wieder auf Raker triffst, der Mann muss gestoppt werden. Zweifelsohne. Ich bin froh, dass die leicht Verstrahlte auf Lamentis geblieben ist. Ihr Unsinn hat fast meine Trommelfelle zerschossen. Mir ist Mantis Unsinn lieber als der von Warlock. Der Goldmann ist perfekt zu verstehen. Klar, was er sagt, ergibt Sinn. Ich habe nur ein Problem mit dem schwülstigen Pathos. Genau, und was soll der dramatische Kleidungswechsel? Wer schläft in einem Kokon und hat einen Umhang? Ich finde Umhänge schön. Ich mag seinen Umhang. Hier vielleicht rein. Wir werden diesen Durchgang flicken müssen. Erzählt mir bitte eure Abenteuer von Lamentis. Ich sollte über das informiert sein, woran ich mich nicht erinnere. Wir haben dich in dem Dorf gefunden. Mantis hat dich bewusstlos geschlagen. Dann sind wir durch die Höhlen, bis wir den Kokon gefunden haben. Ach komm, du hast die besten Teile ausgelassen. Zum Beispiel, als Groot den alten Baumgott umgehauen hat. Ich bin Groot. Ja, er stand im Weg. Er hat gegen einen Gott gekämpft. Beeindruckend.
So, und wie ist er so? Frustrierend. Als würde man sich beim Sommertanz mit Suzanne Harris unterhalten. War das nicht das Menschenmädchen, das du mit deinem Jojo beeindrucken wolltest? Ja, und das lief ungefähr so gut wie das Gespräch mit Mr. Umhang. Was ist ein Jojo? Aber es ist nicht mehr besetzt. Ich bin Groot. Hast du Cosmo erreicht? Möglicherweise müssen wir die Kirche in Nowhere aufhalten. Bist du bereit? Ich bin Groot. Er ist besorgt wegen des Köters. Mit seiner Hilfe wäre es leichter, sagt er. Ich hätte nicht gedacht, dass Cosmo die Übernahme der Station durch die Kirche zulässt, aber sie hatte den Cortex. Was kann ein Hund gegen die Armee der Konvertierten ausrichten? Na dann, können wir los. Schätze mal, das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Ich bin Groot. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Vielleicht sollte unser grüner Typ das machen. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit dieses Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Möge das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Ganzen Kneipen und Wettbüros und Nudelboden. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Raker rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock? Na toll, der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen. Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security bluffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Okay, letzter Showdown gegen Raker. Diesmal holst du ihn dir endgültig. Das habe ich vor. Wir gehen nicht ohne Nikki von hier weg. Du kümmerst dich um die Milano, okay? Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Nicht erst auffassen. Bereit, Drax? Bereit. Meine Klingen sind so scharf wie die Zunge des Nagers. War das eine Metapher? Ein Vergleich. Ich bin Groot. Groot will, dass du weißt, dass er alles tun wird, um dein Kind zu retten. Weißt du was? Ich glaube, das habe ich verstanden. Ich bin Groot. Geht mir genauso. Ich will unbedingt ein paar Robbenflaker wegblasen. Dein Kind steckt echt tief drin, Quill. Ihre Mom ist tot, Mann. Wenn Warlock die Wahrheit sagt, benutzt das Ding in ihr Corells Tod, um sie zu manipulieren. Verstehe. Wird nicht einfach, sie da rauszuholen, aber ich werde trotzdem mein Leben dafür riskieren. Na, dann auf geht's. Also los, retten wir Nikki. Ach, scheiße. Der warnt sich schon erst von vorn. Peter? Okay. Bleib cool. Wie komme ich da auf?
Willkommen, Reisender. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Der Umsetzung des Versprechens der Matriarchen. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landefreigabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nichts von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Na, fantastisch. Mega-Fähigkeit freigeschaltet. Zorn von Katar. Rex hat erkannt, wie stark er wirklich ist. Er verursacht jetzt im Zorn mittleren Schaden und schweres Taumeln bei einem Einzelgegner sowie mittleres Taumeln bei allen Gegnern in der Nähe. Während er tobt, verursacht er zusätzliches Taumeln. Na komm, probier's mal aus. Wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht, Kultisten zu machen? Der heilige Bimbam ist zweigeladen. Schaltet ihn aus! Wir müssen die Kleine ausschalten. Deine Magie wird dich nicht mehr verstecken. Nimm ihn ins Visier! Auf sie, Großer! Der schwebende Schamane sinkt in seine Herde! Schneid sie in Streifen! Groot, Zeit zum Anwenden! Reiß sie auseinander! Mach dich bereit, Unhold! Na komm, wir müssen das Ding... Achtung! Mach keine Gewohnheit darauf! Gamora, los, schneiden! Was jetzt, Peter? Nicht schlecht. Was zur... Der Coach dopt seine Teammitglieder! Eliminieren wir den Medizinverteiler! Das tut doch nicht weh! Nicht weh. Na komm. Ich bin fast alle. Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Was würde ich nur ohne dich sagen? Ich muss mal die Scharfschützen ausschalten. Er steht unter einem Stand, so, dass hier nichts mehr. Vorsicht! Naja, also, für mich wird der Name zum Ziel. Na toll. So viel dazu. Und bevor wir die anderen ausschalten, müssen wir ihn ausschalten. Den Anführer. So, haben wir das gelernt. Konzentrieren wir uns mal am besten zuerst zu gehen. Zerschnetzel sie! Ah. Ja, wo ist denn der? Besser. Halte sie aus! Alle auf einmal. Mach mir den Baum! Glocke, mach dein Ding! Der Tod ist da! Rocket. Ihr Licht leuchtet! Unfair! Er verstärkt jeden, außer uns! Wir sollten die Verbindung irgendwie durchtrennen! Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Diesmal täte ich noch nicht, ab, kleiner Kumpel! Na komm! Du bist dran, Großer! Tät dich! Zeit für das schwere Geschütz! Ich muss uns Deckung holen. So was hier nix. Ach du Heiliger! Ich war eh schon im Sterben. Wie kriegen wir es? Wo kann ich Deckung holen? Also, vielleicht kann ich da um die hochfliegen und bei den. Freut euch! Nicht auf mich! Geht auf die Probe! Er verbessert sein Team! Das ist nicht gut! Halt ihn auf! Ich geh irgendwie mal. Du schuldest mir was, Quill. Alles für dich, Rocket. Na komm. Tritt ihn in den Arsch. Groot, kämpfe sie aus. Der Quadratschädel pumpt seine Kumpel auf. Eliminiert ihr den Medizinverteiler. Für Quill, Freund und Helfer. Jetzt. So wird das gemacht!
Wieder einer am Boden. Na komm. Jetzt. Bevor er sich regenerieren kann. Lass ihre Lichter ausgehen. Meine Zorn. Na komm. Auf dich kann ich immer zählen, Gamora. Ich kenne dich mal los. Na komm. Gamora, aufschlitz! Wie ein heißes Messer. Noch hier ein bisschen. Ich habe hier ein bisschen Probleme. Um Hilfe zu bitten, Peter Quill. Vielen Dank für die Hilfe, Großer. Irgendwie die Scharfschützen nehmen. Die mich hier ausschalten. Keine Ahnung, ob sie Schmerzen spüren, aber ich weiß, wann sie sich tot anfühlen. Keiner wird's kommen sehen. Das haben wir's dann. Ja, sehr gut. Da müsste noch ein bisschen taktischer vorgehen. Sei nicht, ich kann diesen Irren nur raten, dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerflagt haben. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. Ein Grund mehr für uns, zum Cortex zu gelangen und Niki zu finden. Mist! Kosmos Turm ist abgeschaltet. Ich bin Groot. Das liegt daran, dass er noch nie dunkel war. Ihr wisst schon, dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten? Das bedeutet nichts Gutes für den Hund. Ich war noch nie ein großer Fan des Hundes, aber wir hätten einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Wenn Cosmo auf ihrer Seite ist, wird es deutlich schwerer, zum Cortex zu gelangen. Nur weil der Turm abgeschaltet ist, muss das nicht auch für Cosmo gelten. Bei unserem letzten Besuch hat er mich, Gamora und Drax und Lady Hellbent als Kopfgeldjäger ausgeschaltet wie nichts. Glauben wir einfach daran, dass es ihm gut geht. Echt jetzt, Peter? Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war eh schon nicht immer schön, aber... Schlag! Da drüben! Es sind so viele! Oha. Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ja, aber diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihn... Ich weiß nicht, Rocket. Wie Gamora gesagt hat, jeder will irgendwas. Die Kirche passt ja jeden genau an. Und ich denke, die meisten geben dann nach. Weil sie sonst getötet werden. Keine leichte Entscheidung. Sie haben überall verflammte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas Hope. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlenkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Okay. Ja, ich glaube, wir können die Typen überraschen. Oder nicht. Lautige Spaßflacker, macht euch bereit zum Sterben! Sie fürchten den Tod nicht. Wir können ihn trotzdem vorher wehtun. Das ist dein Ende. Du kannst nicht traurig unterschlagen. Sei nicht traurig, blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus. Ich stocher hier nur so vor mich hin. Je weiter wir vorrücken, desto mehr Batterien. Und hat jemand, dass sie was mit der Erfüllung zu tun haben. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikis Rettung. Okay, wenn wir hier fertig sind, müssen wir einem Rhapsoden von diesen Abenteuern berichten. Einem was? Sie sind die Gefahr. Das wird ein großes Epos. Oha, Outfit des Schmuggler gefunden. Sieht hier echt noch besser aus. Und gut, können wir jetzt auch mal. Die können ruhig erschreckend aussehen. Für ihn noch kein Outfit. Für sie auch noch nicht.
Ja, wohl jetzt. Wir versuchen nicht nochmal, sie auszutricksen, oder? Damit, dass wir alle das Versprechen angenommen haben? Nur wenn du das violette Leuchten imitieren kannst, das sie alle haben. Wo geht's lang? Hier sind wir angekommen. Es überrascht mich, dass die Kirche den Cortex einnehmen konnte. Er schien mir beim letzten Mal ziemlich sicher. Tja, nicht halb so sicher, wie der Hund dachte. Die Kirche bekommt mit jedem Tick mehr Truppen ihrer Hier drüben! Sieht aus, als passen wir da durch. Wir müssten in der Nähe von Mantlos Bar sein. Siehst du sie? Nicht wirklich. Es liegen jede Menge Trümmer im Weg. Durch diese Wand kommen wir nicht durch. Auf der anderen Seite könnte ein Haufen Irrer auf uns warten. Du hast recht. Peter, du solltest irgendwie... Oh! Das hat nicht funktioniert. Flakov, ich geh rein. Was ist mit den Fanatikern? Wenn ich welche sehe, mache ich sie platt. Wer, wenn nicht wir? Stimmt's? Gamora, jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. Hilfst du mir? Hoffentlich hält's. Ach, Mist. Nicht Mantlo. Oh. Seht euch das an. Jetzt wird's persönlich, Quill. Ich hatte hier einen Kontakt. Wirklich? Was, Bluff? Nein, nein, nein. Jidipen? Hoots vielleicht? Halt, halt, halt! Wir haben keine Spur von Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Vielleicht hat sie ihn irgendwo in der Unterstadt zerlegt. Oder er wurde von einer Irrenpatrouille aufgegürtet. Oder es war eine Lüge, auf welcher Seite er steht. Und er wartet nur darauf, uns anzugreifen. Warlock hegt einen alten Groll. Er würde sich nicht mit dem großen Einiger zusammenschließen. Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Wir kamen doch bestens ohne ihn zurecht. Von wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Weißt du, warum wir Warlock brauchen, um das Weltraummagie-Ritual zu stoppen? Weil wir Weltraummagie nicht beherrschen. Ja, weil es sie überhaupt nicht gibt. Feinde voraus, Peter Quill. Shh. Feinde voraus, Peter Quill. Da kommen neue Kirchis! Sie werden schon bald umfallen wie die Fliegen! Ah. Du kriegst mal. Das hin! Du hast keine Chance! Ah. Ein Fanatiker weniger! Macht es Spaß, wenn die Schwachen die Opfer sind? Weiter geht's, Tiger! Die denkt von mir. So muss das. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Für manche mehr als für andere. Okay, sie hat schon. Drax muss jetzt mal. Da drüben gab es aber noch was. Was haben sie wohl mit den ganzen Nowhere-Leuten gemacht? Die warten entweder auf die Erfüllung oder wurden auf die Sekmosek gebracht. Oh oh. Vorsicht, Peter Quill! Jungs, geht mal nach unten. Das ist ziemlich viel Licht. Du denkst, das ist die Erflakung, oder? Könnte aber auch nur Ablauf von den Kabeln sein. Was immer diese Irren vorhaben, sie brauchen jede Menge Saft. Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erreichen. Nein, das könnte der Cortex alleine in die Hand nehmen. Nikki hatte Warlocks Seelenstein in ihrer Hand. Was, wenn er dort verschmolzen ist und Raker versucht, ihn zu entfernen? So wie bei Goldlöckchen? Hat ja beim ersten Mal nicht so toll funktioniert. Sie hat vielleicht das Böse im Stein gespürt und darauf bestanden, es erneut zu versuchen. Oder sie wird nicht länger benötigt und Raker will die Macht des Steins für sich selbst. Also, wir müssen zur Unterstadt das Mädchen finden und was sie auch vorhaben, stoppen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Die Konvertierten sind zum Sterben bereit, um ihre Leben wieder zum Leben zu erwecken. Was ziemlich ironisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Unsere Zusammenarbeit ist belebt. Wir sind ein großartiges Team geworden. Ja? Was sind wir, Drax? Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Na, Familie. Happy, happy Family. Oh no. Was hast du denn mit dem Schrott vor? Die ist kein Schrott. Gucken, sondern.
die Kraft ihres Lichts. Valum Manate. Okay, das ist nicht gut. Oh, das Kind von der Kuma ist damals. Und guck mal. Oder nicht. Die Wächter der Galaxie! Rettet die Gläubigen und alarmiert den großen Einjahr! Die Erfüllung darf nicht aufgehalten werden! Nicht das Kind. Das war's! Sie ist übergeschnappt! Gamora! Warte auf uns!